Im letzten Spiel vor Weihnachten empfängt Dornbirn Linz. Die Blackwings gehen als klarer Favorit in die Partie und das zeigen die Oberösterreicher auch gleich. Minute 9, Fabio Hofer mit dem 1:0. Broda mit dem Schuss, Dornbirn-Keeper Ardi muss die Scheibe prallen lassen. Hofer ist zur Stelle und netzt zur Führung. 7 Minuten später setzen die Linzer nach. Spannring kommt auf Höhe der blauen Linie an die Scheibe und macht den Treffer. 2:0. Spannring läuft auf den Dornbirner Schlussmann zu und bezwingt ihn mit einem platzierten Schuss. Damit aber nicht genug. Noch vor der ersten Drittelpause treffen die Linzer ein weiteres Mal. Dieses Mal sogar in Unterzahl. Rick Schofield mit dem 3:0. 3:0 nach 20 Minuten. Linz stellt also schon sehr früh in der Partie klare Verhältnisse her. Die Blackwings starten dann auch besser in den Mittelabschnitt. Minute 24. Curtis Leuk mit dem 4:0. Für Leuk ist es der erste Treffer überhaupt in der erste Bank Eishockey-Liga. Und es kommt noch bitterer für die Hausherren. Nur 4 Minuten später, Broda und Lebler stürmen auf den Dornbirner Kasten zu. Lebler schließt ab, 5:0. Die Partie damit wohl schon frühzeitig entschieden. Danach wechseln die Dornbirner ihren Keeper. Streu kommt für Hardy ins Spiel. Danach kommen dann die Bulldogs zu ihrem ersten Treffer. Anil mit dem Pass für Silvester, der macht das 1:5. Mit einer mehr als deutlichen Führung für die Gäste geht es zum zweiten Mal in die Kabinen. Gleich zu Beginn des Schlussdrittels machen die Linzer dann aber endgültig den Deckel drauf. Kirchschläger mit dem Schuss, den Oberkofler noch abfälscht. 6:1, keine Chance für Streu. Dabei bleibt es dann auch. Der Favorit aus Linz setzt sich klar und deutlich mit 6:1 durch. Yeah, I thought we played well tonight. I mean, Dornbirn played hard. They have a depleted lineup right now, and when you play a team that isn't at 100%, you have to take advantage of that. And I thought we were able to do that. Wir waren über 60 Minuten immer zwei Schritte langsamer. Das war einfach, was ist bis in den Köpfen umgeht. Wir waren einfach zwei Schritte langsamer und das muss man abstellen, weil das war halt einfach eine brutale Watsche, was wir gekriegt haben.